So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich hier willkommen. Nee, recht herzlich willkommen hier, genau, bei SimRace TV. Mein Name ist Lutz Enger und wir sind endlich mal wieder hier in der Race Day Speed Association nach der kurzen Pause zwischen Winter- und Sommersaison. Und natürlich der Tatsache, dass ich den Saisonauftakt nicht kommentieren konnte. Und das ja erfreulicherweise dann von Christoph Weber und auf Initiative, also ich glaube, da waren dann irgendwann 5 Leute beteiligt, unter anderem auch die Herrschaften hier direkt aus der RSA, die haben dann da irgendwas organisiert. Das war sehr, sehr schön, dass das geklappt hat, dass der Saisonauftakt gestreamt werden konnte. Ich war allerdings nicht da und von daher, ja mein Gott, es ist, wie es ist oder es küt, wie es küt, wie der Kölner sagt und wir sind jetzt hier in Kuriba und freuen uns auf, ja, wie soll ich sagen, richtig spannende Action. Momentan vermisse ich hier noch ein paar Fahrer. Ich weiß nicht, wo die sind oder wie viel da noch kommen. Ein bisschen ungewohntes Bild für die Race Day Speed Association. Und ja, müssen wir mal gucken, was die Jungs sich dann hier ausdenken. Auf alle Fälle streamen wir das. Wir haben ja auch schon Rennen mit ähnlicher Anzahl von Fahrzeugen gesehen, die richtig, richtig spannend waren, weil die Jungs, die hier fahren, sind natürlich alle auf einem Level. Da macht es tierisch Spaß zuzuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das heute Abend auch tut. Wir haben starke Konkurrenz auf SimRace TV, da wollen wir jetzt gar keine Werbung machen. Ihr seht selber, wer da alles online ist heute Abend, aber zumindest kurzweilig dürfte oder am kurzweiligsten dürfte es hier sein. Schon allein das Rennformat über 20 Minuten im Sprint und 40 Minuten im Hauptrennen ist für Kurzweile gut und naja, und das Allerwichtigste an dieser Übertragung, das endet allerdings relativ schnell, ist die Streckenvorstellung mit Jens Burkhardt und der ist jetzt da. Herzlich willkommen. Was heißt das Ende? Schnell vorbei. Also, wunderschönen guten Abend, Lutz. Ja, ja, wie lange willst du die Strecke vorstellen? Ja, ganzen gut, Abend? Genau. Ja, was los heute hier, Jens? Sommersaison standardmäßig eh immer ein bisschen schlechter besucht. Viele Leute stecken intensiv in der Vorbereitung zu dem großen 24-Stunden-Event, was irgendwie jetzt nicht so weit weg ist. Trainieren also hauptsächlich dafür. Und auch eine Handvoll. Ach, jetzt bin ich schuld, oder was? Nein, ist ja nicht schuld. Ist ja einfach nur eine Tatsache. Ne? Das ist ja auch in Ordnung, um Gottes Willen. Und ein paar Leute sind tatsächlich komplett schon zu Assetto Corsa rüber gewechselt, haben R-Faktor komplett von der Festplatte verbannt. Deshalb sind wir jetzt aktuell 14, der Arne kommt wieder, sind 15, der Chris Pirchegger kommt zum zweiten Rennen, dann sind wir 16, also das ist doch schon wieder ganz ordentlich. Na gut. Dann schauen wir mal. Und wie gesagt, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, wir haben hier schon spannende Rennen mit weniger Fahrern gesehen oder gleich vielen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, Jens, du könntest dann mal langsam losfahren. Ich starte gerade mein Auto. Ah, ja. Da seht ihr, der Kleine da mit der Klatze, genau, mit der Kurbel in der Hand, der macht das da. Ach nee, der fährt schon. Das ging aber schnell. So. Der Kleine mit der Klatze, dann wartest du jetzt nicht mich mit, oder? Nein, ich weiß es nicht, wer das Auto angekurbelt hat, aber du fährst jetzt, glaube ich. Kann ja dein Mechaniker gewesen sein. Genau. Ja gut, jetzt haben wir noch eine Runde. Ganz kurz zum Saisonauftakt. War wie erwartet, erhofft, war spannend. Ich war selbst ja auch nicht dabei. Ich habe es mir dann ja nur in dem Stream angeschaut, wo wir dann mit 5 Leuten versucht haben, dich zu kompensieren. Das ja. War schon sehr witzig. War, glaube ich mal, wirklich spannend, war ein bisschen viel Geholze zwischendurch, also die Autos scheinen doch recht anspruchsvoll zu beherrschen zu sein, an der einen oder anderen Stelle, die Portland-Strecke hat auch so 2 Ecken, die echt hakelig sind, da gab es dann viele Opfer, Robin Hasse hat dominiert, das haben die Testzeiten irgendwie gezeigt, ja, also jetzt steige ich mal ein und dann gucken wir mal, was geht. Ja, genau. Ganz kurz noch, wir haben ja noch ein paar Sekündchen bis zum Erreichen der Runde. Erzähl was zu den Autos schnell. Südamerikanische V8 Tourenwagen-Geschichte. Hat vielleicht einer hat schon mal mitbekommen, Rubens Barrichello startet hier in dieser Serie und auch der ein oder andere ehemalige südamerikanische Formel 1 Fahrer. Eine Menge Power. Anspruchsvoll zu handeln, aber machen riesig Spaß. Schönen Sound, V8, ja, also mal was anderes und cool. Also echt, ja.
gefällt. Deshalb auch die Strecken alle im nord- und südamerikanischen Raum gehalten, damit wir das so ein bisschen richtig orientieren. So, Startziel, relativ lang. Dann haben wir hier, ja, ich habe gar nicht die Bremspunkte so richtig mehr drin. Hier haben wir einen Rechtsnick, nicht gleich wundern, diesen Linksnick hier, den geben wir frei. Dann Auto wieder zusammenbremsen, hier rechts drum, voll raus beschleunigen, nächste gerade. Und dann haben wir eine langgezogene Rechtskurve, wo wir ganz tief reinbremsen können. Jetzt gehen wir so relativ spät auf die Bremse. Dann fünfter Gang, dritter Gang, so. Und dann hier dann mal irgendwann in den zweiten, versuchen den Curb wieder zu finden und voll beschleunigen. Wenn mein Setup jetzt passt, ich habe es noch ein bisschen umgeschraubt, muss der Knick voll gehen. Ja. So, hier früh bremsen, die Kurve ist einfach ätzend. Man hat immer das Gefühl, man ist viel zu langsam und letztendlich macht die hier hinten nochmal richtig zu und dann ist man dann doch zu schnell. Also, da werden wir sicherlich die ein oder andere, ja, den einen oder anderen sehen, der da mal ein bisschen durch den Kies, hätte ich das fast gesagt, aber es ist Wiese, flücht hier die schnelle links. So, und dann hier nochmal eine schnelle rechts und dann sind wir schon wieder kurz vor Startziel, wo wir hier noch auch mal tief reinbremsen können, bleiben hier im dritten Gang, können wieder früh aufs Gas. Upsala, ich jetzt nicht, weil ich hier den Scheitelpunkt verpasst habe, da muss ich warten. Und hier werde ich jetzt sicherlich schon wieder Opfer von einem, der von hinten kommt. Ja, also macht Spaß, die Strecke. Ist natürlich, man hat das Gefühl, sie ist wirklich anspruchsvoll, aber so zwei, drei Ecken, die sind echt knifflig. Und genau, Jürgen Box, ach, rechtzeitig von der Strecke gepustet. So, okay, das war's. Ja, wir haben dann die Sommersaison haben, wir haben keine Platzierungsgewichte, das heißt wirklich alle Autos auf einem Level. Auch hier die Autos sind alle zu 100% identisch. Das ist wirklich das gleiche Chassis bei allen Fahrzeugen. Es ist nur eine andere Karosse drauf gesteckt wie in der vorletzten Wintersaison. Da sind wir ja schon mal eine ähnliche Variante gefahren mit einem V6. Deshalb heute mal alles identisch, keine Unterschiede. Nur alles klar. Na dann. Dann drücken wir euch die Daumen und jetzt sehe ich gerade, meine Assistentin ist gekommen. Herzlich willkommen, Agnes. Hallo, guten Abend, Lutz, guten Abend, Jens. Hallo, Agnes, schön, dass du da bist. Genau. So. Gut, dann lasse ich euch beiden mal alleine, stimmt euch mal ein auf diesen heutigen Abend und wir sprechen uns in irgendeiner Form auf jeden Fall nach dem Rennen. Alles klar, dann geht's jetzt in Kürze ins Qualifying, ins erste von zwei, also da hat sich ja nichts geändert. Nein, ne? Ach so, stopp, genau. Nein, im Sommer gibt es tatsächlich nur ein Qualifying, wir haben keinen Top 5 Qualifying. Eieieiei. Gut. Aber dass wir zwei Rennen haben, das ist schon noch wichtig, oder? Das ist alles identisch, genau. Alles klar, okay. Im Sommer ist immer ein bisschen weniger aufwendig geartet, also, ist die Box hier früh. Mann, da muss ich mir merken. Ja. Okay, ich sag mal bis nachher. Alles klar. Okay. Ja gut, das müssen wir uns tatsächlich merken, dass hier jetzt einiges anders ist und ich hoffe, das kriege ich in die Reihe, aber notfalls habe ich auch noch die Agnes. Agnes, wie geht's dir? Gut. Das ist was, freut man gerne. Genau, so, du hast ja nun schon das erste Rennen hier miterlebt, wenn auch im Pulk von Moderatoren. Wie war's? Also ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe vom Rennen nicht wirklich was mitbekommen. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen und Also. Ich habe ja selbst nicht wirklich mit kommentiert, weil ich nicht auf dem Server drauf war. Das hat ja Silas und der Christoph übernommen, deswegen habe ich mich da dezent zurückgehalten. Ah ja, na dann, gut. Was gibt's sonst noch zu sagen? Also wir haben kein zweigeteiltes Qualifying mehr. Ich glaube, das ist das erste Mal. Also ich glaube, die anderen Sommersaisons hatten wir das immer. Aber gut. Trotzdem soll uns deswegen nicht langweilig werden. Aha, da ist es. Das Qualifying. So, da sehen wir auch mal noch schön irgendwelche Panoramen hier, was hier so ringsrum ist. Und die Herrschaften kommen aus der Box. Noch passiert hier relativ wenig. Ich habe leider gar nichts verfolgen können, was hier im Training passiert ist, wer hier richtig gut war. Ich sehe aber, dass Micha Tröscher nach wie vor ganz vorne steht. Und das ist natürlich schon mal eine coole Nummer. Und der hat ja dann schon ausgangs der letzten Wintersaison, also der
vorangegangenen Saison schon mal aufblicken lassen, dass er hier doch gewillt ist, mal bessere Ergebnisse als gewohnt einzufahren. Das heißt, er hat deutliche Leistungssteigerung erfahren, fahrerisch. Und jetzt ist er, ja, steht er hier auf 1, zumindest im Training. Wollen wir mal gucken, wie es im Rennen ist. Andreas Braun auf 2, Fred Dohnke auf 3. Also Fred Dohnke mal so einfach hinter sich zu lassen, ist schon mal eine nette Geschichte. Jens Burkhardt, gut, da wissen wir jetzt nicht so ganz genau, was da jetzt voran. Ich glaube, der ist gar nicht groß gefahren im Training. Also das bleibt abzuwarten. Ja, und dann ein bisschen enttäuschend, wie ich finde, Arne Bache. Der hat eigentlich so die letzte Saison so ein bisschen aufhorchen lassen, super gute Ergebnisse eingefahren. So ab, ja, nach dem ersten Drittel der Saison ist er irgendwie der Knoten geplatzt. Heute klappt es noch nicht ganz so gut, aber es war halt bisher auch nur Training. Dennis Erner, müssen wir abwarten. Ich glaube, der ist noch gar nicht gefahren, genauso wie Micha Bregartner. Die sind jetzt eben erst auf den Server gejoint. Also die stehen noch hinter dem Simrace TV-Auto und das ist ganz sicher nicht gefahren. Von daher hatten die noch keine gezeitete Runde im freien Training. Ja, gucken wir mal, was jetzt hier geht. Andi Braun müsste schon auf einer gezeiteten Runde sein. Ja, das war dann aber auch nicht wirklich erfolgreich. Fred Dohnke, gucken wir uns den zuerst an. Agnes, du wolltest ja im August auch nach Südamerika fahren. Das ist ja nur nichts geworden, ne? Ja, die Situation hat sich heute ein bisschen geändert, also wer weiß, wer weiß. Ja, genau. Ja, gucken wir mal, vielleicht klappt es ja doch noch und dann... Bis August ist ja noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen hin, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Es wäre super, wenn einer von unseren Zuschauern, so wie wir denn welche haben, ich gehe mal davon aus, dass da wenigstens ein paar zugucken. Ich bin jetzt in Skype und es wäre super nett, wenn mir mal einer sagen könnte, oder Agnes, du könntest eigentlich gucken, ob die Motorengeräusche eventuell zu laut sind. Ich habe da ein bisschen rumgestellt, habe es aber nicht dazu gekommen, es zu testen. Ja, so. Jetzt sehen wir hier die Zeit von Fred Dohnke und mit 7/10 Rückstand fährt er auf Platz 2. Jan Baskenis steht jetzt ganz vorne. So, jetzt kriege ich hier gerade. Was ist das denn? Ja, guck mal einer an, was ich hier alles für tolle Nachrichten habe. Man sollte das Skype öfter mal anmachen. So, gut, der Fred fährt jetzt nicht mehr. Schauen wir mal weiter. Lars Borkowski. Jens Burkhardt, nee, Micha Tröscher, es ist ja schon, das rennt ja wie blöd. Micha Tröscher wieder mit einer sensationell guten Zeit. Allerdings nur 63.000stel vor Andreas Braun auf Platz 1 jetzt. Jens Burkhardt auf der 3 mit 0,149 Sekunden Rückstand. Eine weitere 1,5 Zehntel dahinter. Jan Baskenis, dann kommt ein größerer, ja. 7/10 hinter dem Jan fährt der Fred. Und dann wieder 87.000stel Lars Borkowski. Also ich gehe mal davon aus, wird wieder genauso, wie wir das hier aus diesen Rennserien kennen, der Race Day Speed Association, dass wir hier richtig spannende Rennen sehen werden. Also das Feld ist wirklich arg dicht beieinander. Gut, ist auch jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Autos alle gleich sind. Aber natürlich gibt es im Simracing ja auch größere Unterschiede zwischen den Fahrern.
Uiuiuiuiuiuiui, Herr Bäumer, wo fahren wir denn hier lang? Gut, den dürfen wir immer nicht so lange in der Kamera haben, weil dann baut er nämlich Unfälle. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Vielleicht klappt es ja diese Saison mal mit einem Rennsieg. Letzte kann ich mich dran entsinnen, in Führung liegend Disconnect. Sicher in Führung liegend Disconnect. Zumindest hätte es für ein Podest gereicht. So, und Andreas Braun fährt auf die Pole mit einer 1.19.220. Das sind jetzt schon mal ganze 3,5 Zehntel schneller als Dennis Erner, der sich mittlerweile schon davor gemuschelt hatte. Und der bis eben führende Micha Tröscher hat jetzt schon eine halbe Sekunde Rückstand auf den Andreas Braun. So, ich höre oder lese gerade, die Sounds sind okay. Vielen Dank, liebe Agnes. Also, wenn du möchtest, kannst du es noch ein bisschen lauter machen, aber es ist okay. Ja gut, das ist dann immer die Frage, wie es dann ja, Cockpit, genau. Cockpit ist. Deswegen sage ich, lassen. Genau, dann lassen wir das auch so. Agnes hat gesagt, das soll so, dann lassen wir das so. Ja toll, jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Nee, du bist die Bestimmerin. Ah, ja, okay. Danke. Ich erinnere dich schon mal dran. Mhm. So, und ja, jetzt ist Jens Purkott vorne und jetzt ist Andreas Braun wieder vorne. Jetzt bleiben wir mal bei Michael Tröscher. Gehen mal in sein Cockpit. Wenn ich das hier so richtig sehe, hat man da so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob es die RSA war oder ob es das irgendwo als Mod runterzuladen gibt, ein bisschen bei Reiser geklaut, bei GameStocker. Aber gut, das ist ja ein R-Faktor gang und gäbe. Der Micha wird hier mit Sicherheit keine Runde mehr reisen oder keine Position sich hier nochmal oder keine sich um keine Position verbessern, weil ja oder doch? Nee, das ist schon gut. Ja, genau. 1,3 Sekunden Rückstand, das bleibt bei ihm auf Platz 3. Dafür ist aber der Jens Burkhardt nur 45.000stel hinter Andreas Braun und das ist nochmal spannend. Das war's dann. Agnes, hast du kein Bild? Doch, ich hab's. Okay, also Jens wird jetzt hier die Runde beenden. So, ist das auch der Fred? Ja, das ist er. So, da liegt schon wieder einer im Dreck. Ja, es gibt hier wirklich sehr, sehr unschöne Kurven. Und mal hoffen, dass es nicht allzu viel Ausrutscher gibt, vor allem in der Runde nach dem Rennstart, also in der ersten Runde. Weil die Besonderheit, die bleibt wohl. Es sind alle Fahrer hier am Start sind in einem Teamspeak-Channel. Das heißt, sie sind alle mit einem Teamradio verbunden und sollte es in der ersten Runde zu irgendwelchen größeren Vorkommnissen kommen, wird der Führende eingebremst und die fahren dann genau in der Reihenfolge, wie sie sich wieder einordnen in dieser ersten Runde, dann ja ein Stück unter Gelb. So, und ja, da geht's auch ab. Sehr schön. Also so einfach zu cutten ist die Schikane auch nicht. Micha Tröscher, oh, mit Bestzeit. Mit Bestzeit. Im ersten Sektor.
Und immer noch Bestzeit auch im zweiten. Hier in diesem dritten kann man eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel falsch machen. Es ist nur noch eine Kurve. So, und da sind wir mal gespannt. Jo, und das ist es. Da hat er nochmal richtig Gas gegeben. 94.000stel Vorsprung Ende des, also im zweiten Sektor. Und jetzt über 2/10 im letzten. Ja, was ich dann halt noch zu Ende führen wollte. Also wenn, dann wird das, wird der erste eingebremst, dann gibt es sowas wie eine Full Course Yellow. So lange, bis das Feld wieder ganz normal fährt. Also hintereinander herfährt. Und dann gibt der Rennleiter das Rennen wieder frei. Das kann an einer beliebigen Stelle des Rennens passieren. Das muss nicht zwingend auf beim Überfahren von Start und Ziel passieren. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Leider nur wirklich handelbar in diesem Format hier mit der Anzahl Fahrer. Also natürlich gehen da auch mehr Fahrer, aber dann halt schon schwierig. Solange man Einzel-Events fährt, also Fahrer-Events mit ohne Teamwertung, also ohne das, ohne Fahrerwechsel, jetzt habe ich es. Mein Gott, ist das absolut praktikabel und macht auch echt Sinn, so diese Regelung. Schade, dass es keine Gewichtsstrafen gibt. Weil das war immer noch so ein bisschen Salz in der Suppe. Aber gut, gucken wir mal. So, das war jetzt dann nicht mehr so der Brüller. Gucken wir mal noch zum Andreas Braun, der jetzt auf Platz 2 fährt. Wir haben noch knapp 3 Minuten zu fahren hier. Offizielle Quali-Zeit. Ja, jetzt geht's weiter. Sehr schön. So, also Andreas Braun in dieser Runde nicht sonderlich glücklich. Gucken wir mal, wie das hier durch diese Schikane geht. Naja, das ist schon echt grenzwertig. Also ich glaube, da waren die kurveninneren Räder fernab der Curbs. Aber gut, ich weiß nicht genau, was hier erlaubt wurde und was nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, was im realen Motorsport da teilweise ungestraft gecuttet wird, da brauchen wir uns ja, glaube ich, gar keine Gedanken machen. So, das wird auch keine Bestzeit mehr für den Andreas. Ein Zehntel holt er auf die Zeit von Micha Tröscher nicht mehr raus. Gucken wir mal zum Jens. 54.000stel Rückstand nur auf die Bestzeit. Jetzt kommt er gleich zur zweiten Zwischenzeit. Und das ist eine Zehntel. Und der Micha Tröscher hat im letzten Sektor richtig, richtig Gas gegeben. Hier ist wirklich nur Kurvengeschwindigkeit gefragt. Ja. So. Reed Dohnke ist auf die 1 gefahren. Bei mir steht's Bild. So, jetzt haben wir wieder ein bewegtes. Somit Jens Purkott auf die 3 verbannt. Gut, der Fred ist erstmal safe. Gucken wir noch zum Micha Tröscher, der geht gleich nochmal auf eine schnelle Runde. Das ist eigentlich so der Einzige, der dem Red nochmal gefährlich werden kann. Jens vielleicht auch, aber Micha Tröscher hat knappe 2/10 Rückstand. Jens Purkott etwas über 2,5/10 und Andreas Braun etwas über 4/10 Rückstand. Ach, Gottelchen. Agnes, selbe IP. Die für ein RD ist immer die gleiche. Das habe ich nicht gelesen. Ja, das habe ich auch mir schon gedacht, aber es geht nicht. Ja gut, du darfst den Port nicht mit eingeben. Also nur bis ohne Doppelpunkt und den Port dahinter.
Und der Port, der da im R-Factor-Monitor ist, ist Standard, den lässt du so. So. Wunder mich schon, dass das Mädel nichts sagt. Sonst plappert die immer ganz viel. Das stimmt doch gar nicht. Ach, echt? Ja. Ja, das kann sich aber noch ändern, wenn alles funktioniert hier bei mir. Ja. So. Ich denke mal, dass das jetzt für eine Linie. Also Zeit ist abgelaufen. Ja, das ist tatsächlich die Boxeneinfahrt. Na, Halleluja. Gut, in der ersten... Im ersten Rennen brauchen wir die nicht so sehr. Aber im zweiten gibt es einen Boxenstopp. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie die Herrschaften das gemeistert bekommen, weil die Einfahrt kommt tatsächlich etwas überraschend, selbst wenn man die trainiert hat. Ja, momentan sieht es so aus, als ob Fred Dohnke hier das Ding für sich klar macht, auf Pol steht, ist kein zweites Qualifying, dann ist das so. Geht's? Gib mir mal kurz den Standardport, bitte. Der steht 32211, der steht drin. Der steht in der extra Zeile, nicht hinter die IP-Adresse schreiben. Du musst oben umstellen auf Relay-Server, ne? Ja, ja. Dann bei Port 32211, ansonsten nichts. So, jetzt sind wir im Warm-up. Wir können ja mal ganz vorsichtig einen Blick auf die Resultate des ersten Renntages werfen. Das ist sicherlich jetzt noch nicht so wahnsinnig interessant, weil natürlich die Herrschaften. Oh, was ist das denn? Ah ja, okay, das hat er wohl neu gemacht. Da ist jetzt noch nicht so wirklich klar, wie er das so hinbekommt, dass man das die Tabelle komplett sieht. Aber wir haben so mehr oder weniger, können wir was sehen. Robin Hasse, der heute nicht dabei ist, hat da wohl richtig abgesahnt. 30 Punkte, Dennis Erner 24 Punkte, Micha Tröscher 20 Punkte. Also Micha Tröscher auch schon in dem Lauf richtig gut unterwegs gewesen. Jan Baskenes 18 Punkte, Andreas Braun 15, Arne Bachem 12, Stefan Bäumer 10, Fred Dohnke 8 Punkte, Jürgen Engelhardt 8 Punkte und die Top 10 komplettiert. Dann der Micha Pregartner mit 6 Punkten insgesamt aus den zwei Läufen. Also das ist dann schon ganz mal richtig interessant. Mal schauen, was Micha Tröscher, Jan Baskenes, Arne Bachem, was die so reisen in dieser Saison. Und ja. So, Schneckchen, geht's jetzt? Ja, endlich. Na, fein. Ja, komischerweise auf dem Laptop komme ich zwar rein, sehe zwar alles, aber keine Fahrer. Jetzt im Monitor oder im RRD? Im Monitor, aber passt schon. Jetzt habe ich's. Alles gut. Alles gut. Alle Fehler behoben. Na. So. Ich gehe jetzt mal meiner lieben Agnes einen Kaffee holen und mir auch und dann bin ich gleich wieder da. Das war eine gute Idee.
So, da sind wir wieder. Und ja, die RSA hat ja auch seit erstmals seit 2008 wieder ein Team beim 24-Stunden-Rennen, wobei sie damals noch nicht mal beim 24-Stunden-Rennen, nee, 2007 sogar, die waren zuletzt beim Indy 500-Rennen, das war das zweite Event, was wir auf simracing.de damals gemacht hatten, um uns da mal langsam an die ja, Besonderheiten eines Langstreckenrennens ranzutasten, nachdem ja der Auftakt der 24-Stunden-Le Mans 2007 ziemlich in die Hose ging, mit unserem ja, blauäugigen Wissen, was wir da, ja, mag ich mich gar nicht mehr dran zurückerinnern. Seitdem gab es kein RSA-Team mehr. Und dieses Jahr gibt es dann gleich zwei. Derzeit sind die Jungs alle noch brav in der Qualifikation unterwegs. Und ja, wollen wir mal Daumen drücken, dass beide Teams sich qualifizieren. So schwierig dürfte es gar nicht werden, weil erfahrungsgemäß, wie es eigentlich jedes Jahr war, von den dies Jahr nur in Anführungsstrichen gemeldeten 4 oder 75 Teams derzeit knapp 60 an der Qualifikation teilnehmen, 45 dürfen starten, also so viele fallen da gar nicht raus. Und vor allem in der P2-Klasse ist es nicht ganz so schwierig, da muss man sich schon eher Mühe geben, sich nicht zu qualifizieren. Gut, GT-Klasse ist natürlich hart umkämpft. Werden wir sehen, wie weit sie da mit ihrem Porsche kommen, der wohl ein bisschen unterlegen ist, dafür aber einen riesen Vorteil im Windschatten hat. Also, wir werden sehen, was die Herrschaften sich hier platzieren am Ende, qualifizieren und dann wirklich Daumen drücken, dass die Jungs dann auch tatsächlich irgendwie in dem Rennen wohlfühlen. Für viele ist es das erste Mal, für die Fahrer selber, die damit fahren, das erste Mal, dass sie so ein 24-Stunden-Rennen bestreiten. Und naja, wir dürfen gespannt sein. Also ich bin mal besonders gespannt auf unseren Christian Rückert, der ja meines Wissens noch überhaupt nie wirklich Langstrecke gefahren ist. So eigentlich ein sehr schneller Pilot, aber ja, Langstrecke ist halt was anderes. Und na, werden wir mal gucken. Ich bin wirklich gespannt. So, Zeit ist abgelaufen, da kommt noch einer, eieieiei, jetzt ist schwer, war das denn? Ralf Minwegen. Uns Ralf ist kein Freund von Curbs, wie man gerade hat. So, right now, und jetzt sind wir soweit. Wir laufen nochmal die Quali-Zeiten durch. Das ist jetzt mal richtig schön, weil jetzt sehen wir sie nämlich alle. Wenn man zweigeteiltes Quali waren, sehen wir nur die Quali-Zeiten derjenigen, die im zweiten Quali auch gefahren sind. So Top 5 oder Top 10, je nach Rennserie. So, und es geht los und die stehen jetzt höchstwahrscheinlich schon alle in den Startlöchern. Genau, die fahren sogar schon, aber natürlich erst die Formation Lab. So, versuchen wir das mal so ein bisschen zu zeigen hier, die Autos. Genau, Fred Dohnke auf der 1, auf der 2, Micha Tröscher, Platz 3 für Andreas Braun, Platz 4 Jens Purkott, Platz 5 Jan Vaskenis, 6 Dennis Erner, 7 Jürgen Engelhardt, 8 Stefan Bäumer, 9 Arne Bachem, 10 Jari Stark, oha, Micha Pregartner auf der 11, auf der 12 Lars Borkowski,
Jens Erner auf der 13. Auf der 14 Jürgen Heinrich. Auf der 15 uns Kurt, Kurti Mildenberger. Und auf der 16 Ralf Minwegen. Das wird die Startaufstellung sein, jetzt hier zu diesem ersten Lauf, zu dem Sprintrennen über 20 Minuten. Im Anschluss gibt es einen kurzen Break, Form eines Warm-Ups. Und dann wird da nochmal, folgen nochmal 40 Minuten im Hauptrennen mit einem Boxenstopp. Wäre immer schön, wenn die Dinger so viel Sprit verbrauchen würden, dass zweimal stoppen müssten in diesen 40 Minuten, aber gut. Das wäre dann auch ein bisschen unrealistisch. Okay, da kriegen wir keine bessere Kamera. Agnes, pass mal auf, dass die Maus jetzt nicht anfasst. So. Sollten eigentlich jeden Augenblick die Ampeln kommen. Da sind sie. Na, Mensch, ich dachte schon. Und ab geht's. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Micha Trösch einen kleinen Tick besser weggekommen. Reicht aber scheinbar nicht, um anzugreifen. Und da geht es hier zu zweit nebeneinander durch die Schikane, aber alles gut gegangen. Alle noch auf der Strecke. Holla, die Waldfee. Ja, da hinten der Kurt Mildenberger war da so ein bisschen abseits, hat dann auch gleich mal seine letzte Position bezogen. So, und vorne macht Fred Drunke richtig Betrieb, also hat, naja, gut, Vorsprung. Jo! Und zu heftig auf der Bremse und da geht's ab und da wird er wohl das ganze Feld passieren lassen müssen. Na, das ist aber sehr, sehr gewagt, was er da tut. Und da gibt es auch prompten Crash in dieser superschnellen Kurve da irgendwo reinzufahren. Da hätte er wirklich warten müssen und alle vorbeilassen müssen. So. Hier ist es jetzt vorne. Jens Purkott führt. Na, wenn das mal... Wann hatte ich das denn zuletzt? Agnes, kannst du dich in den Sinn nehmen, ne? Also die letzten vier Male, wo ich dabei war, nee. 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 So, Micha Tröscher hier im schönen Fight mit Dennis Erner und Andreas Braun. Gucken wir uns mal hier aus der Motorhaubenansicht vom Fahrzeug von Andreas an. Jo, und da knallt es schon wieder. Ja, Leute, was macht ihr denn? Das ist jetzt so, ja, die Lichthube ist zurecht. Den Schadenseinstellungen hier in diesen Rennserien sei es Dank, dass er weiterfahren kann. Ja, und der Andi Braun ist jetzt Sechster. So, den Jens wird's freuen. Weil der hat nämlich dann jetzt schon mal eine Sekunde Vorsprung. Und Micha Troscher ist auch erstmal die Last los. Und Jens Purkott fährt dann auch mal schnellste Rennrunde. Nee, das war nur eine kurze Freude. Fred Donke ist jetzt schneller. So, und Jandras Kenis auf Platz 3. Wann hat das da ist? Das ist ja mittlerweile so lange her, dass wir den Jan hier richtig hatten, aber ich befürchte mal, lange hält er sich da nicht, weil der Dennis Erner macht arg Druck
Junge, Junge, Junge. Da könnte es jetzt regnen und die Motorhaube von Jens Erners Auto würde nicht nass. So dicht, wie er da unter den Heckflügel fährt. So, jetzt mal schauen, ob es hier am Ende der Geraden passt. Windschatten hat er wohl ein bisschen, so wie es aussieht. Jetzt zieht er... Ah, oh, was jetzt? Ja, da muss er sich entscheiden. Kinnisch. Außen wird das ganz sicher nichts. Oder doch? Nee, wenn nur mit Karten. Und das ist sicherlich auch nicht wünschenswert. Deswegen steckt er zurück. Ich meine, da war rechts ja nur weiß Gott genug Platz. So, jetzt macht das hoffentlich richtig. Ja, und der Jan lässt ihn da auch den nötigen Platz und somit ihn auch durch. Gut, gut. Sind das denn... Oh ja, auch eine nette Sicht hier. Dahinter jetzt Jan Vaskenis und Andreas Braun. Und Andreas Braun ist schon durch. Und der Herr Purkott fährt mal wieder eine schnellste Rennrunde. Mal sehen, wie lange sie diesmal hält. Da der Rest hier im in Kämpfe verwickelt war, denke ich mal, wird es für diese Runde halten. Sieht auch so aus, genau. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ja, das sind ja jetzt, also weiß ich nicht, mein lieber Jan, ob das jetzt so die... Nee, war das überhaupt? Das war er gar nicht. Nee, das war er überhaupt nicht. Das war der Dennis, der da so eine Aktion hier vorne gefahren ist. So, Andreas Braun wieder vorne. Also die beiden machen hier richtig Alarm. Ja, der Arne scheint Probleme zu haben. Und der ist richtig zurückgefallen. Der ist auf 14 zurückgefallen, genau. Ja. Und der Ralf Minwegen ist ganz raus. Ich denke mal, eine G-Cup-Wertung wird es nicht geben, auch wenn die Fahrer das noch drin haben. Das haben sie wahrscheinlich so in ihrem Wintersaisonprofil übernommen. So, gucken wir mal ein Stück weiter hinter. Ja, der Jan hier, Jürgen Engel hat auf der 6, könnte ich mich auch nicht entsinnen in den letzten Saisons, dass er hier bei der RSA so weit vorne gefahren ist. Also mal wieder jemand, der eine Rennserie für sich entdeckt hat, wo dann jetzt auch die Autos für ihn passen. So, und Micha Pregartner auf der 8. Jari stark auf der 9. Oh, und hier geht's rund. Hier geht's rund. Jürgen Heinrich, Lars Pokowski, Stefan Bäumer und Jens Erner. Schöner Viererpulk. Dahinter der Arne Bachem ist auch nicht weit weg. Der wird da wohl ranfahren. Wie gesagt, da vermuten wir, dass der irgendein Problem hatte. Ausrutscher, Unfall, was auch immer. Brent Dohnke fährt jetzt die schnellste Rennrunde wieder. Also das ist so ein kleines Bäumchenwechsel, die Spiel zwischen Jens und Fred. Oh, und ich glaube, das war der Herr Engelhardt, der sich da gerade ein bisschen verabschiedet hat. Hey, Stefan Bäumer war es. Der jetzt auch gelb. Oder haben wir uns hier einfach vertan? Tatsächlich.
Stefan Bäumer fährt ein gelbes Auto. Das müssen wir uns notieren. Warum, weiß jetzt keiner, aber wir notieren es einfach mal. Die Jungs von Dog Racing, zu denen er ja gehört, sind ja mehr oder weniger, ja, wie soll man sagen, Hardware-Sponsor oder Technical Partner oder wie auch immer von SimRacing.org. Der derzeitige Server oder Hauptserver ist von den Jungs gestellt, dass wir dort das Event organisieren können. So, und jetzt geht's aber rund hier. Ja, da, das würde auch zu fünft nebeneinander passen. Jo! Der Bäumer sagt sich auch, nee, komm, lass die mal fahren. Wenn die so dicht an mir dran sind, das mag ich gar nicht. Schönes Auto. Ja, kriegen wir jetzt hier auch noch eine Heckkamera oder... Ja, sag mal, was ist das denn? Oh, und da haben wir vor lauter Schreck fast einen Unfall verpasst. Aber alles gut gegangen. Das Fünferpaket ist noch beieinander. Vorne alles beim alten Burkhard Roscher Braun. Dennis Erner hat aber ist aber ganz dicht dran an dem am Andreas Braun. Gucken wir da mal hin. Das ist so eine knappe halbe Sekunde. Jetzt probieren wir das mal weiter. Ne, hier gibt es keine Heckkamera. Dafür sehen wir, wie es unterm Radkasten aussieht. Ja, der Dennis ist, glaube ich, noch nicht so ganz in seiner Form. Das ist nicht das... Und Jens Burkhardt fährt mal wieder schnellste Rennrunde. Warten wir dann doch jetzt gespannt auf die neue schnellste Rennrunde von Fred Dunkel. Der übrigens auf der 6 fährt. Ne, auf der 7. Entschuldigung, oder? Moment. Nein, auf der 6. Oder auf der 6, genau. Der Jürgen Engelhardt. Genau. Ja, schauen wir wieder zum Jens Erner hinter, weil hier ist einfach am meisten Betrieb. Fighten jetzt hier schon fast von Anbeginn an. Von Anbeginn an. Ja, also ihr wisst, was ich meine. So, jetzt klappt's vielleicht oder auch nicht. Er wählt die äußere Linie, bleibt aber vorne. Nächste Kurve ist... Jo, außenrum. Passt das dann? Das passt. Ja. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Was ist der Hund? Ich weiß es nicht mehr. Nicht schlecht. So, jetzt...
ist wieder alles anders. Ja, die machen echt Spaß, die drei hier. So, jetzt nebeneinander. Stefan Bäumer wartet jetzt ein bisschen ab, ob er damit durchschlüpfen kann. Jo, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Clever gemacht, aber er kriegt da wieder an derselben Stelle eine verbraten. Und genau der gleiche Schlenker, den wir schon mal drei Runden zuvor gesehen haben. Jo, und da geht's ab. Da geht's ab. Ach Mensch, Jens, das tut mir jetzt leid. Und mal hoffen, dass da jetzt nicht irgendwas in der Aufhängung beschädigt ist. Könnte natürlich gut sein. Ja, das sieht mir sehr danach aus. Ja, da stellt das Auto auch ab. Diese seitlichen Schläge, die er da bekommen hat, das ist extrem gefährlich für die Aufhängung, beziehungsweise da gibt es auch schnell mal einen Platten. Ich bin mir jetzt nicht so ganz schlüssig, was er jetzt hat. Jetzt fährt er hier wieder geradeaus. Also irgendwie, das Auto lenkt nicht mehr ein. Er versucht jetzt scheinbar noch in die Box zu kommen. Er ist jetzt schon bereits auf dem letzten Platz, logischerweise. Nur wenn es jetzt weitergeht, dann... Na, das ist... Dürfte da hier schon wieder wie verrückt. Nee. Das Auto ist hin. Er fährt auch nicht in die Box. Okay, wir haben noch 4 Minuten hier in diesem ersten Lauf. Guck mal nach vorne. Jens Puckert führt. Micha Tröscher mit einem Respektabstand von 2,5 Sekunden auf der 2. Ungefähr den gleichen Rückstand. Oder die gleichen Abstand hat Andreas Braun. Auf der 3 und die 3 sind, glaube ich, relativ unbeschadet, weil 5 Sekunden hinter Andreas Braun fährt der Jan Baskenis. Dann wird es aber eng. Fred Donke, Dennis Erner und Jürgen Engelhardt. Also, dass ein Jürgen Engelhardt mal am Dennis Erner dran bleibt, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, aber ist so. Na gut, das haben wir gerade ein bisschen zu früh gelobt. Ja, und der Michael Pregartner, der Rest fährt hier relativ alleine. Einzigen Fight, den wir sonst noch haben, ist hier auf Platz 10 und 11. Lars Pokowski auf der 11 und Stefan Bäumer auf der 10. Ja, diese Autos sind natürlich nicht unbedingt die leichtesten. Vom Handling her halt schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber wie der Jens vorhin sagte, sie machen unheimlich Spaß, haben ziemlich viel Power. Und ja. So, jetzt sollte es aber passen. Jetzt muss er sich nur die richtige Seite aussuchen. Er geht auch nach außen. Der Himmel nochmal, ist denn da innen kein Platz mehr? Oder? So, und geht auch vor der Kurve. Er aber muss den Notausgang wählen. Oh, das ist aber ein bisschen heavy. Also das hätte ich jetzt schon rückgängig gemacht. Zumal aus meiner Sicht die innere Linie auch möglich gewesen wäre. Am Ende der Startzielgeraden. Jo, und die Strafe folgt auf den Fuß. Bisschen zu viel Gas, bisschen zu viel Wildspin und dann geht's ab. Und das sind dann auch mal gleich wieder 2 Plätze. Hier verliert der gute Fred. Und somit Jan Baskenis wieder Vierter. So, jetzt sind wir mal gespannt, was der... Hallo, Dennis Erner jetzt hier noch reißt. Also ich bin ein bisschen enttäuscht.
Nicht nur du? Ja, kleiner Fehler eben. Ich glaube, so richtig wohl fühlt er sich in diesen Fahrzeugen nicht. Da war er in den GTs, in den GT3s doch ziemlich deutlich besser. Ja, und auch hier wieder diese Aktion, also weiß ich nicht, also so richtig. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand jetzt hier die Fahrzeuge oder die Rennserie festlegt, die Strecken festlegt. Da wird ja schon gemeinsam drüber abgestimmt. Es wird sich abgestimmt untereinander. So, im hinteren Bereich bei Stefan Bäumer und Lars Borkowski hat sich das auch so ein bisschen... ja, da sind jetzt auch Sekundenabstände, 2,5 Sekunden. Somit ist Fred Donke hier der Einzige, der noch ein bisschen Alarm macht. Aber Lutz, ich denke mal, für die schlechte Leistung von Dennis habe ich eine Ursache gefunden, weil wenn ich mir so die Statistik angucke, hat er nur insgesamt 31 Runden gefahren auf der Strecke. Also. Ah, okay, ja. So, Jens Burkhardt gewinnt das hier vor Micha Dröscher und Andreas Braun. Da kommen sie auch beide durchs Bild. Haben wir jetzt so ein bisschen verpasst, ob dieses Zweikampfs, aber gut, wenn da einer ganz allein vorne umfährt, ist das natürlich, jetzt macht der da auch noch, jo. So, auf der 4 haben wir den Jan Baskenis, auf der 5 Dennis Erner, auf der 6 Fred Donke, Platz 7 für Jürgen Engelhardt, auf der 8 Micha Bregartner, auf der 9 Arne Bachem, auf der 10 Stefan Bäumer, Platz 11 für Lars Borkowski und jetzt kommt auch Jari Stark ins Ziel auf der 12, auf der 13 Kurt Mildenberger, Jürgen Heinrich auf der 14, Jens Erner auf der 15 und ausgefallen Ralf Minwegen auf der 16. Ja, jetzt dürfen wir gespannt sein. Da laufen die Ergebnisse nochmal durch. Lassen wir auch mal so stehen, den Moment noch. Bevor wir jetzt hier mal so ein bisschen den Serverneustart erwarten, der geht ja mal relativ fix hier. Ja, also. Wenn wir noch die Ergebnisse abspeichern, dass wir die haben. Das sieht gut aus. Ja, schnellste Rennrunde kam dann doch von Jens Burkhardt 1:19.086. Und er hatte dann wohl der Bedunke nichts mehr entgegenzusetzen. Ansonsten, sag ich mal, der Abstand. Das sind für komische Zeiten. Ach, okay. Ja. Ja, einziger Ausfall, wie gesagt, Ralf Minwegen. Sehr ärgerlich. Relativ zeitig in der zweiten Runde schon ausgefallen. Aber dafür zwei Fahrer überrundet, nämlich Jürgen Heinrich und Jens Erner.
Na super. Gut, so. Lustig, dass wir da jetzt noch Sachen bekommen. Oh, Mensch. Das wäre jetzt beinahe noch schief gegangen. So, ich glaube, wir können wieder auf die Strecke schalten. Das ist lang genug da. Okay, dann machen wir das aber erstmal so. Gucken mal, ob da irgendjemand unterwegs ist. So richtig hat da scheinbar keiner Lust im Moment. Doch, da fährt einer. Jetzt. Er hat wohl nur den Aus. Ach, da haben wir ihn, der Jürgen. Genau. So, und dann schalten wir auch mal hin zu ihm. Genau, Jürgen Engelhardt. Gibt sich die Ehre hier in Codiba. Und verkürzt uns Langeweile hier im Warm-up. Das ist ja nur weiß Gott nicht immer so spannend. Danke, Herr Engelhardt. Nee, weiter ist wirklich keiner auf der Strecke momentan. Sind auch nur noch 2 Stunden, ja, 2 Stunden, 2 Minuten. 2 Minuten 50. Mit 2 Stunden wäre es ein bisschen übertrieben, Lutz. Ja, wenn man gut unterhalten wird, ist das kein Selbstverständlich. Problem, nicht? Deswegen lausche ich dir ja auch so gut zu. Ach so, ja, du sollst aber eigentlich was erzählen und nicht lauschen. Genau. Oh, jetzt hätte ich beinahe wieder Spülwasser getrunken. Meine Fresse. Eieieiei, mach den Fehler nicht zweimal. So oft gemacht. Da fährt jemand raus. Nein, ist es wahr. Genau. Der Dennis, der rausfährt. Genau. Er macht noch mal ein paar Bremsentests, beziehungsweise wie er hier am besten durch diese Schikane kommt. Wichtig ist nur, dass er sich das auch fürs Rennen merkt. Ja, ich weiß gar nicht, was los ist. Also ich gehe mal davon aus, dass es im Sommer wieder ein bisschen weniger wird, zumindest im Juli, August. Aber momentan sind auf Simrace TV jeden Tag so Pi mal Daumen, ja, 3 bis 4 Rennserien gleichzeitig unterwegs. Heute Abend sind es auch wieder 4. Am Dienstag haben wir vergebens, machten wir einen dieser Simrace TV-PCs für Simracing.org, alle 4 ausgebucht. Also, ja. Ist ja alles nicht schlecht. Ja, siehst du, das war wieder der falsche Bremspunkt. Und genau, und die Wiese ist halt glatt. Ach, er wollte in die Box. Das war das Thema. Schön, dass wir dabei sein durften, lieber Dennis. Genau, ich finde es wirklich ziemlich cool, dass wir hier da so einen guten Zuspruch haben momentan. Auf der anderen Seite wird mir auch so ein bisschen Angst, weil so langsam kommen die PCs in die Jahre. Und in der Konstellation stehen die jetzt seit 2012 und eigentlich rechne ich so täglich mit einem größeren Ausfall. Aber toll, toll, toll. Der läuft alles und für R-Faktor reicht es auch. Assetto Corsa müssen wir wohl noch ein bisschen aufrüsten. Da ist momentan ein PC vorgesehen, der da jetzt umgerüstet wird und
Ja, mal gucken, wie das sich gestaltet. Ja, wir sind soweit. Es geht los. Und jetzt haben wir natürlich die umgekehrte Startreihenfolge. Und ey, gucke da. Stefan Bäumer hat's in der Hand. Hier heute wieder mal ganz vorne weg zu fahren. Fahraufstellung machen wir gleich. Da haben wir den Polsetter. Genau. Stefan Bäumer auf Position 1, auf der 2 Arne Bachem, hier hinter Gittern. Wir fahren mal hier durch die erste Kurve, dass wir hier mit der Kamera da wegkommen. So, jetzt. So, auf der 3 Micha Bregattner. Platz 4 Jürgen Engelhardt. Ich glaube, das ist das. Ja, so weit vorne war der noch nie. Platz 5, Fred Dunkel. Auf der 6, Dennis Erner. Platz 7 für Jan Baskenis. Auf der 8, Andreas Braun. Platz 9 für Micha Tröscher. Und auf der 10, Sieger des ersten Laufs, Jens Purkott. Und dann geht es nochmal in der Reihenfolge weiter, in der man im ersten Rennen ins Ziel gekommen ist. Das ist hier auf Platz 11 der Lars Pokowski. Auf der 12 Jan Stark. Hallo. Kurt Mildenberger auf der 13. Auf der 14 Jürgen Heinrich. Auf der 15 Jens Erner. Auf der 16 Simrace TV. Da fehlt der Micha Tröscher. Ne, der ist da. Wer fehlt denn da? Einer fehlt. Effi. No. Eigentlich heißt es Eckfi, aber wir machen jetzt Effi draus. Ein Fahrer fehlt immer. Schade, weil das Fahrerfeld nicht so wirklich groß heute ist. Aber Jens sagt es ja schon, zum einen ist die Sommersaison nicht unbedingt so gut besucht wie die Wintersaison, zum anderen halt jetzt fast die Zeit, wo, also Wetter ist super und hin und her, und das ist natürlich dann immer so eine Sache. Waiting for the lights. Da sind sie, und in dem Augenblick geht's auch los, und Stefan Bäumer verpennt den Start aber komplett. Ach, Herr Jemine. Ja, bloß weg da von dem Pulk, sagt er sich. Ui, 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 das kann nicht gut gehen, oder? Doch irgendwie. Es scheint aber keine Full Course Yellow zu geben. Jürgen Engelhardt fällt zurück bis auf die 10. Position, also den hat es am meisten erwischt hier. Aber auch Stefan Bäumer hat 5 Plätze verloren. Nee, 4 hat er verloren. Oh, fährt jetzt auf der 5. Und da dreht's den Fred Dunkel raus. Und zwar können wir uns aus dem ersten Lauf an eine ähnliche Situation erinnern. Ich glaube, da war kein anderes Fahrzeug eben beteiligt. Da wollen wir nur hoffen, dass er diesmal etwas rücksichtsvoller auf die Strecke zurückkommt. Das sieht so aus. Wir gucken mal ins Replay, ob wir da was sehen. Replay, genau, da ist es. Jo, da war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Da ist er hier über die Asphaltkante gerutscht und dann ging es ab. Also diesmal war es kein Wheelspin durchs Gas geben, sondern einfach das Auto hat versetzt. Genau.
Und was macht der denn? Na, sag mal einer an. Jetzt bleib da, wo du bist. Braver Junge. So, jetzt gehen wir mal ganz nach vorne. Da führt nämlich Arne Bachem. Zumindest tut er es noch. Dennis Erner ist ganz ab dran. Oder aber auch schon vorbei. Genau. Guck mal einmal nicht hin, aber... Gut. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich wetten, dass der Arne nochmal irgendwann vorbeikommt. Denn so viel Fehler, wie der Dennis im ersten Rennen gemacht hat, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ja. Und auch Andreas Braun ist da richtig dran, versucht es jetzt hier außen. Das dürfte ein bisschen optimistisch sein in dieser Kurve, in der Zielkurve. Auch nicht wirklich erfolgreich. Aber jetzt kann er sich ein bisschen absetzen und der Arne hat gut zu tun mit einem... Oh, Stefan Bäumer, jetzt verliert er noch einen Platz gegen Micha Tröscher. Und was habe ich gesagt? Fehler vom Dennis und Arne ist wieder durch. So, und wenn Arne jetzt Glück hat und der Andreas Braun den Dennis eine Weile beschäftigt, dann kann er sich vielleicht ein bisschen da absetzen, wenn er sauber fährt. Aber so wie es aussieht, hat eher gerade der Andreas Braun ein kleineres Problem, da dran zu bleiben. So, gehen wir mal ganz kurz von den beiden weg. Da ist ja gar nichts. Eine Bache im Pferd, zumindest die schnellste Rennrunde. Das sah hier eben deutlich enger aus im Timing. So, Arne Bachem ist wieder vorbei. Also da gab es gerade wieder ein bisschen Bäumchen-Wechsel-Spiel mit zwischen Arne Bachem und Dennis Erner. Also der Dennis hat scheinbar deutlich mehr Topspeed, hat aber irgendwie in den Kurven nicht so wirklich den Speed. Er ist aber trotzdem vorbei am Arm. Oh, und Arne stellt sich quer. Kommt hier auch quer. Das haben wir vorhin von Fred Domke schon mal gesehen im ersten Lauf. Genau an dieser Stelle. Auch ein bisschen zu früh auf dem Gas und dann, ja, kommt das Heck. Ja, sehr schade. Und der Arne fällt zurück bis auf Platz 8. Und durch diesen Dreher musste Andreas Braun Speed rausnehmen und hat dann auch gleich mal fast anderthalb Sekunden, etwas über anderthalb Sekunden Rückstand auf den führenden Dennis Erner. So, Stefan Bäumer fährt nach wie vor auf der 5. Nee, nicht nach wie vor, war ja kurzzeitig mal auf der 6. Hat sich aber wieder irgendwie, ist er an Jan Baskin ist wieder vorbeigekommen. Junge, das war eng. So, und hier dieses Dreierpaket auch recht spannend. Stark, Bachem und Prigartner. Ich denke mal, Bachem wird da jetzt keine große Mühe haben, an Stark vorbeizukommen. Bisschen leid tut's mir für den
Jürgen Engelhardt, der doch recht aussichtsreich gestartet ist und dann, ja, leider Gottes sich da ein Dreher geleistet hat. So, jetzt aber. Und das ist gar nicht mal so schlecht, aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Hatte vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Stark ihn schon noch ziemlich nach rechts gedrängt hat. Und dann ist natürlich, kommt der Bremspunkt etwas früher, wenn man keinen vernünftigen Winkel für die Kurve hat. Uiuiuiuiuiui, sehr spät gebremst und in diesem Fall auch zu spät. Und für Arne Bachem geht es noch einen Platz nach hinten, jetzt hinter Micha Bregartner. Der Andreas Braun hat seinen zweiten Platz an Jens Burkhardt abgegeben. Genau. Ja, diese Gerade ist schon eigentlich lang genug, aber dafür war der Andi momentan jetzt beim Ausfahren auf die Radziele ein bisschen zu weit weg. Und der Jens Erner hat das Auto abgestellt. Genau. Wohl nicht sein Tag heute. So, jetzt ist er dran hier. Muss aber echt schauen, dass er bei diesen Kurvengeschwindigkeiten hier sich nicht im Einlenkpunkt vertut, wenn man so dicht hinterher fährt. Das ist nicht einfach. Er lässt hier auch. Ah. Gar nicht mal so schlecht. Ja, den Scheitelpunkt hat er nicht wirklich erwischt. Und jetzt ist er schon wieder zu weit weg, um da noch ernsthaft was machen zu können. Jens Burkhardt fährt trotzdem nach rechts rüber. Ist aber eigentlich unnötig. Im Abstand. Wollte natürlich auch vermeiden, dass der Andreas Braun in seinen Windschatten kommt. Oder überhaupt Windschatten bekommt. So, und die ersten 10 Minuten der 40 Session sind um. Und Dennis Erner führt vor Jens Burkhardt und Andreas Braun. Sehen hier alle drei Autos in einer Kamera. Ja, genau. Aber auch der Micha Tröscher ist noch dran, ist 2 Sekunden hinter Andreas Braun. Und leider im hinteren Feld, nee, stimmt nicht, auf der 8 und 9 ist noch richtig was los, der 7 auch. Anne Bachem ist mal wieder irgendwie in die Top 10 gefahren, fährt momentan auf der 9. Und Kurt Mildenberger mit dem Ausflug, wie es ausschaut. Jo. Was macht der denn da? Da wendet er aber ganz vorschriftsmäßig. Wollen wir mal hoffen, dass er jetzt keine Strafe gekriegt hat. Nee, er wird noch gewertet. So, dasselbe wie vorhin. Fred Dohnke und Jens Burkhardt schmeißen sich hier wieder die schnellsten Runden um die Ohren. Dreimal hintereinander jetzt Jens Burkhardt schnellster gewesen. Jetzt ist es Fred Dohnke. Da geht es aber wirklich nur noch um Tausendstel. Wobei der Fred Dohnke auf der 10 fährt. Jens auf der 1. Dennis Erner hatte zwischenzeitlich auch mal eine schnellste Rennrunde.
der übrigens jetzt auch wieder führt. Das haben wir gar nicht so wirklich mitbekommen, was da gewesen ist. Ich denke mal, wieder irgendwie vielleicht ein Ausrutscher vom Jens. Hier können wir ja nicht sagen, diese Saison gab es glaube ich noch keine so wirklich. Aber die Strecke birgt halt genügend gefährliche Stellen, sodass man selbst bei den Abständen hier, bei den wirklich ungewohnten Abständen von über einer Sekunde zwischen den Autos, nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das schon safe ist, die Position. Zumal wir ja hier in dieser Session auch noch Boxenstopps erwarten. So, Jari Stark hat sich dann wieder ins vordere, ja, sagen wir mal auf Platz 9 verabschiedet. Das heißt, Bregartner, Bäumer und Backen sind da vorbei. Doch Bäumer war die ganze Zeit schon davor, aber Bregartner und Backen nicht. Aber dafür Stefan Bäumer hat seinen Platz 5 wieder abgegeben an Jan Baskenes und hat jetzt auch bereits 2,5 Sekunden Rückstand auf diesen. Ja, und der Fred fährt so ein bisschen, ja, von der Performance würde er eigentlich mehr so unter die Top 5 gehören, aber, so, Purkott mal wieder schnellste Rennrunde, aber momentan kommt er von seinem 10. Platz nicht so richtig weg, zumal er auch 4 Sekunden Rückstand hat auf Platz 9. So, und Jens Purkott führt wieder. Na, noch nicht, jetzt ist mal gerade wieder Dennis Erner vorne, der wirklich hier etwas mehr Topspeed hat. Aber das wird sich jetzt gerade wieder erledigen. Oder doch nicht? Nee, er bleibt vorne. Jetzt ist er aber in einer guten Position, das könnte echt reichen für Windschatten. Erner macht auch keine Anstalten nach innen zu gehen, Purkott versucht's. So, Erner macht hier gnadenlos zu. Passt auch. Arne Bachem ist ganz dicht dran hier an Micha Bregartner. Ja, schönes Duell mit den beiden. An der Spitze führt mal derzeit Dennis Erner. So, jetzt könnte es passen, dass Bachem vorbei ist und naja, mal noch die Kurve abwarten. Aber sieht gut aus. Ja. Aber jetzt nicht wieder irgendwo ein Dreck fährt.
Genau. Arne Bachem vorbei. Hä? Das war gar nicht Arne Bachem. Was gucke ich? Was zeige ich denn hier? Doch? Ach, am Pregartner! Ja, sorry. Ich dachte, das wäre schon. Wo fährt er denn hin hier? Ja. Was denn? Es ist, glaube ich, nicht Arne? Die Strecke. Das wollen wir noch mal sehen jetzt. Ah! Der hat einen Stupser gekriegt, so wie es aussieht. Oder? Nee, hat sich selber rausgedreht. Ja. Das ist ja wirklich mal saublöd. Dann hinter dieser Leitplanke da. Ja, das ist natürlich bitter. Ja, nützt nichts, wir sind wieder live. Hallo? So komme ich hier nicht weg? Achso, müsste man mal das anmachen, genau. Dennis Erner und Jens Burkhardt fighten hier nach wie vor um den Sieg. Allerdings haben wir auch noch über 20 Minuten, ja, über 21 Minuten noch zu fahren. Also da geht noch ein bisschen was. Und wie gesagt, dann müssen ja auch noch die Boxenstopps passen. Wenn der Dennis so wenig trainiert hat, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt weiß, wie viel er nachtanken muss. Allerdings wäre es jetzt bei dem Fahrerfeld schon fast clever, zur Halbzeit in die Box zu kommen. Aber macht natürlich nur Sinn, wenn man das schon... Boah, und Burkhardt geht hier wieder vorbei. Hammerhartes Manöver, richtig gut. Stefan Bäumer scheint wohl in der Boxengasse zu sein. Der verliert nämlich gerade Plätze. Ja. Ja, der ist auch blau. Ja. Bedeutet so viel wie Boxengasse. Und wir haben schon drei Ausfälle. Jürgen Heinrich, Kurt Mildenberger und Jens Erner. Ich denke mal, dass den beiden das hier gerade mal so viel Spaß macht, diese Fighterei, dass die gar keinen Bock haben, jetzt strategisch zu denken, sprich in die Box zu kommen. Jetzt mal die Frage, wem geht als erstes der Sprit aus? Ja, das wäre dann der Urbrüller. Nützt nichts hier. So, jetzt könnte es passen, aber da hat er keinen Platz, um frühzeitig auf Gas zu gehen. Ohne den Vordermann ins Heck zu fahren. Ja, dann muss er wieder zurückstecken. Versucht's außen. Ja, wenn man dann aber nicht, wenn man dann zu viel Schwung hat, um so dass man dann nicht auf der Ideallinie bleibt, dann ist es auch nicht wirklich produktiv oder effektiv. Ja, und das war auch nicht so wahnsinnig effektiv eben. Was dann auch gleich mit einer halben Sekunde Rückstand bestraft wird. Wo auch Andreas Braun jetzt an wohl in der Box. Nee. Hä? Was macht, was ist da jetzt? Er war in der Box. Wieder ah, okay. Mittlerweile. Gut, aber Jens Burkhardt ist drin. Da haben wir ihn. Oh, und der muss ganz vorne parken, der arme Mensch. Nur gut, dass er noch die Einführungsrunde gefahren ist. Wir gucken mal auf seine Standzeit.
13 Sekunden. Das bedeutet, ein paar Liter Sprit nachgeschenkt und keine Reifen gewechselt. Also Reifen wechseln tut hier eigentlich niemand. So, Fred Dohnke, schauen wir mal auch da. Ah, er steht deutlich länger. Eieiei. Fast 20 Sekunden, 19,4. Jürgen Engelhardt, jetzt 8er. So, gucken wir mal zum Lars. Auch aufgebockt. Eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, oder es ist ein Zeichen dafür, dass man hier Räder wechselt. Das scheint aber ziemlich schnell zu gehen. Auch der steht, ja. Also dann können wir davon ausgehen, dass diese Stops hier um die 20 Sekunden mit Reifenwechsel sind. Was für diese Fahrzeugklasse natürlich super schnell ist. So, Dennis Erner führt vor Micha Tröscher und Jan Vaskenis. Alle drei noch nicht in der Box. Das heißt, die Reihenfolge, die wir jetzt hier haben, relativ wenig sagend. Ja, außer vielleicht, dass der Dennis insgesamt dann so viel Vorsprung hat. Momentan ab 36 Sekunden auf den Jens Purkott, da wird es drauf ankommen. Dann ist natürlich die Frage, welche Rundenzeiten fahren die jetzt? Also der Dennis in der letzten Runde 20,7. Das hier richtig sehe. Upsala, ja, da wollte er in die Box. Das war, ich glaube, das, also irgendwie entweder habe ich permanent Déjà-vus oder, ja, das war, glaube ich, das gleiche wie mal von ihm gesehen, ich glaube im Qualifying oder irgend sowas, da ist er da auch irgendwo abgebogen mit der Boxeneinfahrt. So, und jetzt gucken wir mal, wie lange er hier steht. Ich meine, er hat jetzt schon bei der Einfahrt jede Menge Zeit liegen lassen. Ja, ja, das ist so ungefähr das gleiche wie bei Jens. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich das zu verstehen habe, weil auch er wurde aufgebockt. Vielleicht werden die Autos immer aufgebockt, nur der Reifenwechsel dann nicht durchgeführt. Ich weiß es nicht, muss ehrlich sagen, bin ich momentan überfragt. Und er ist aber deutlich hinter Jens Burkhardt wieder auf der Strecke. Das war der Dreher, den er sich da geleistet hat. Und jetzt wird er auch noch geschnupft von den beiden hier. Wer ist das hier? Hoppala. Stark und Braun. Wovon sich Stark mal gleich wieder verabschiedet. Wir haben einen neuen Führenden, das ist der Micha Tröscher. Das war aber jetzt eine kurze, ein paar wenige Führungskilometer, weil jetzt das gleich wieder weg. Auch Jan Vaskenis ist an der Box. Das waren die beiden Führenden und dann wird wohl jetzt irgendwann ins Purkhardt da hinten um die Ecke kommen. Das ist er noch nicht. Aber Jan Vaskenis fährt wieder raus. Überholt den Micha Tröscher in der Box, Burkhardt durch und Andreas Braun, doch, der hat seinen Stopp auch schon gemacht. Also Dennis Erner hat definitiv seine gute Position oder den momentan den Kampf um den Sieg an der bei der Boxeneinfahrt versaubeutelt. Was ist jetzt los? Ah, okay.
So, Jens Puckert führt das Ganze wieder an. Jetzt auch Boxenstopp bereinigt vor Dennis Erner und Andreas Braun. Micha Tröscher auf der 4. Jan Baskin ist 5. Was Stefan Bollmann in der Zwischenzeit gemacht hat, wollen wir gar nicht erst fragen. Ich sehe da nur eine 2 bei den Boxenstopps. So, Andreas Braun und Dennis Erner. Gib mir eine 2. Genau. Dass er mit dem Dennis nicht langweilig ist, oder wird, hat er jetzt den Andreas dazu bekommen, nachdem der Jens ja dann jetzt schon auf 6 Sekunden entschwunden ist. Also reine Standzeit von Dennis Erner war nur unerheblich länger als die von Jens. Ich glaube, eine knappe Sekunde. Ja, und Jens hat natürlich alles richtig gemacht. Fährt sofort schnellste Rennrunde hier mit 19.061. Ist, glaube ich, eine Tausendstel schneller sogar als seine schnellste aus dem ersten Lauf. Nee, das war ein ganzes 25.000stel schneller. Genau. Und hier passiert's. Oder auch nicht. Doch, es passiert. Dennis Erner geht vorbei an Andreas Braun. Da haben wir ja mal noch die Hoffnung, dass der Dennis sich hier noch irgendwie an die Autos gewöhnt. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel machen. So, auf der 4 der Micha Tröscher. Auf der 5 Fred Donke. Auf 6 Jan Baskenis und Jürgen Engelhardt, wobei Jürgen Engelhardt noch nicht an der Box war. Das auch in dieser Runde nicht tut. Arne Bachem auf der 8. Jari Stark auf der 9. Auf der 10 Stefan Bäumer, also er wird mal wieder 10. so wie es momentan aussieht. Jedenfalls hat er nach vorne 7 und nach hinten 10 Sekunden Luft. Ach nee, nach vorne nur 3, Entschuldigung. Aber nach hinten 10 Sekunden, also ein 10. sollte es werden. Lars Borkowski auf der 11, Micha Bregartner auf der 12 und dann ausgefallen Jürgen Heinrich, Kurt Mildenberger, Jens Erner. So, jetzt ist das natürlich ein bisschen zäh. Ich wüsste nicht, wann wir das zuletzt gehabt haben. Aber die Abstände sind überall so groß, dass wir keine wirklichen Zweikämpfe haben. Auch vorne Dennis Erner, es ist nicht damit zu rechnen, dass er nochmal auch nur in die Nähe von Jens Puckert kommt. Die letzten Rundenzeiten, wo der Jens jetzt nicht noch irgendwie, naja gut, er fährt jetzt, oh wow, das ist aber mit Abstand die schnellste Rennrunde, die bisher gefahren wurde. Von Dennis Erner, dann gehen wir da einfach hin. Weil der hat ja den Andreas Braun auch noch in Sichtweite. Ja, und wenn wir Glück haben und der Dennis sich jetzt tatsächlich so ein bisschen an die Autos oder an sein Auto gewöhnt hat, dann fährt er hier zumindest in diesem Rennen dann nochmal oder diesmal dann auch sogar aufs Podest. Lauf 1 war es der Platz 5. Damit war er sicher nicht zufrieden.
So, 8 Minuten sind noch zu fahren, ziemlich genau gerade eben. Und so langsam wird es spannend. Ich weiß gar nicht, war Jürgen Engel hat jetzt schon drin? Nee, war immer noch nicht drin. Spannend zu erfahren wäre natürlich auch mal, was Stefan Bäumer zweimal in der Box gemacht hat. Wahrscheinlich hat er eher einen Helm vergessen oder so. Und er ist jetzt 3 Runden hintereinander 18er Zeiten gefahren und die letzte war jetzt eine 19.003. Das war 1 Sekunde schneller als Jens Purkott. Nichtsdestotrotz, wir haben noch 6 Minuten und es sind immer noch knapp 4 Sekunden Rückstand. Also er hat schon gut 2,5 Sekunden Rückstand abgebaut. Also wo auch immer er jetzt auf einmal die Form hergenommen hat, also wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass er jetzt mal endlich ein paar Runden am Stück gefahren ist. Weil das, was Agnes vorhin sagte, dass er mit 31 Trainingsrunden, das ist natürlich wirklich nicht der Brüller. Aber schön zu sehen, es gibt jede Menge Qualm, der da aufsteigt. Und wir haben eventuell ein Duell auf Platz 10. Da gehen wir mal schnell hin zum Stefan Bäumer. Und nochmal schnellste Rennrunde für Dennis Erner, 1:18.558. Also jetzt lässt das richtig krachen. Jens Purkott mit der 19.444, also wieder eine Sekunde abgeknapst. Wobei sich das irgendwie im Abstand nicht so wirklich niederschlägt. Durch den Eindruck sind immer noch 3,5 Sekunden. Aber vielleicht läuft das ein bisschen hinterher. Oder diese letzte Rundenzeit ist eigentlich nur ein Motivationsgeber für den Fahrer. Ja, ob der Stefan jetzt, naja doch, jetzt kommt er schon gut ran hier. Letzten Runde die beiden führenden nur ja noch nicht mal 2 Zehntel auseinander. Aber dafür ist jetzt der Abstand, der es eigentlich die Runde hätte vorher sein sollen, nämlich 2,7, 2,6 Sekunden. So, gucken wir mal noch, ob hier noch irgendwo was ist. Nö, so richtig nicht. Jürgen Engelhardt war immer noch nicht in der Box. Er ist gerade. Ach, jetzt ist er in der Box, genau. Er ist jetzt gerade in der Box. Ja, sonst wäre es nämlich jetzt auch ein bisschen eng geworden. Ich glaube, das war der späteste Boxenstopp, den wir je erlebt haben. Zu 7, 8 Minuten, das passiert ja vor Schluss, das passiert ja häufiger. Aber 3 Minuten vor Schluss in der Box. Respekt.
Dafür geht es jetzt aber auch hin bis zum letzten Platz. Ja, und der Stefan gibt sich hier alle Mühe. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal wieder vor zum Dennis. Der hat nämlich jetzt noch ganze 2 Sekunden Rückstand. Letzte Runde wieder eine 18.880. Jens Purkott 1.19.536, also 7 Zehntel langsamer. Das wäre natürlich jetzt super schön, wenn auch mal meine Tastatur da mitspielen würde. Ja. Ja, zumindest sieht er ihn jetzt schon ziemlich deutlich. Das sind die beiden Führenden. Wir haben Rundenzeiten von 1,19. Das heißt, wir sind jetzt in der vorletzten Runde. Und das wäre natürlich jetzt ein Brüller, wenn das hier nochmal zum Showdown käme. Wobei ich mir sicher bin, dass der Jens jetzt einfach nur noch auf Nummer sicher fährt. Der wird im Prinzip gar nicht so wahnsinnig auf den Abstand achten, sondern einfach nur darauf, dass er keine Fehler macht. Wäre natürlich für ihn fatal, wenn Dennis Erner da jetzt wirklich ranfahren kann. Und momentan kostet paarweise ihn den Jens richtig Zeit. Es sind jetzt nur noch 1,7 Sekunden Rückstand, 1,65. Also um die 1,6 Sekunden. Oh, der Jens geht hier aber auf volles Risiko. Der Dennis geht hier volles Risiko. So, und jetzt gehen wir in die letzte Runde. Und das hat ihn aber nochmal wieder 2-3 Zehntel gekostet, dieses sehr, sehr weite Rausfahren in der Kurve. Aber das sollte Jens eigentlich jetzt verwalten können, diese 1,6 Sekunden. Einfach nur noch normalen Rennspeed fahren. Und selbst wenn er jetzt noch eine Sekunde schneller wäre. Oh, und da verbremst er sich. Und das war es jetzt definitiv. Nee. Hat gar keine Zeit gekostet, im Gegenteil. Oh, da staune ich aber ein bisschen. Gehen wir zum Führenden. Jens Purkott fährt heute hier einen Doppelsieg ein. Das finde ich schon ziemlich heavy. Herzlichen Glückwunsch. Haha. Ja, Wahnsinn. Auf der 2 haben wir den Dennis Erner. Platz 3, Andreas Braun, Micha Tröscher kommt auf die 4. Das kann man ihm jetzt auch nicht mehr nehmen. So, und dann haben wir auf der 5 Fred Dunke, und der Micha freut sich auch. Auf der 6 Jan Paskenis, auf der 7 Arne Bachem. Auf der 8 Jari Stark. Stefan Bäumer auf der 9. Auf der 10 schon in der Box. Lars Borkowski, der ist mit Sicherheit ein bisschen krummelig. Jürgen Engelhardt auf der 11. Michael Pregartner ist was. Ach du, kriegst die Tür nicht zu. Der muss geschoben werden. Wer schiebt ihn denn hier? Der Arne. Wie cool. Ja, er hatte nicht mehr genügend Sprit. Ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
Also Micha Pregartner auf der 12, ausgefallen Jürgen Heinrich, Kurt Mildenberger und Jens Erner. So sieht das hier aus. Upsala, das sollte eigentlich so bleiben. Ups, nee, das hätten wir jetzt beinahe überschrieben. Das wollen wir ja dann wohl nicht. Genau. Ja, was ein Wahnsinn. So, dann denke ich mal, dass die Herrschaften jetzt in Kürze zum Interview kommen. Das wird sich ja heute etwas kürzer ausfallen. Es sollten alle da sein, mein Lieber. Das ist schön, da fehlen nur noch ich. So, da bin ich jetzt aber auch. Ach, der Jens ist ganz aufgeregt, ich höre das schon. So, ja, was soll ich sagen? Also, ein bisschen ungewohnt heute zu moderieren, aber nichtsdestotrotz, trotzdem zwei schöne Rennen. Und ich denke mal, mit der Strecke sicherlich auch einiges an Überraschungen. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, Fred Donke, Pol gefahren, dann nichts mehr so wirklich im Rennen gerissen. Lauf 2 ging gerade noch so mit dem fünften Platz. Ob der jetzt wirklich glücklich ist, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ist er überhaupt hier? Nee, so richtig nicht. Lauf 1, Platz 6, also da hätte ich mir mehr erwartet, aber kommen wir zu den Laufsiegern. Und wenn wir uns so die Quali-Zeit vom Fred angucken, dann fragt man sich ernsthaft, was bei dem Dennis dann irgendwann mal für einen Knoten geplatzt ist. Aber machen wir uns jetzt nichts draus. Kommen wir erstmal zu den ersten. Die Braun, dritter Platz im ersten Rennen. Jetzt muss ich sagen, nachdem ich das freie Training so ein bisschen gesehen hätte, das war so ungefähr auch, war das Ziel, aber es war zu erwarten, oder? Zu erwarten war es nicht, aber ich dachte schon, unter die ersten fünf, na kommst du, aber dass es für das Treppchen reicht, hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil ich weiß, dass Dennis und Jens, wenn die vorne sind, dann sind sie weg, also wie sie jetzt auch waren, ne? Ja, gut, jetzt im zweiten Lauf zumindest, ja. Aber bei dir hat es ja nun gleich zweimal gereicht, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Ja, also da können wir sogar doppelt gratulieren und das ist ja eigentlich schon mal, ja, wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich meine, die Abstände waren ja jetzt nicht so wahnsinnig, zumindest im ersten Lauf nicht. Ich sag mal, war wirklich nicht viel mehr drin. Die Reifen, die lassen nachher so dermaßen nach. Deswegen, ich habe auch schon im zweiten Rennen dann nachher den Speed dann rausgenommen, weil ich glaube zu Micha, der war, ist Vierter geworden, den noch Abstand hatte, weil ich wäre sonst nicht ins Ziel gekommen. Okay. Ja, nichtsdestotrotz würde ich mal meinen, zweimal Platz 3, das ist doch zufriedenstellend, oder? Ich bin zufrieden, ja, klar. Ja, na, da haben wir doch jetzt zumindest schon mal einen, der zufrieden ist. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten. der kommt aber erst später. Micha Tröscher, ist er hier? Ja, hi. Ja, wunderbar, Mensch. Also das, was ich in der letzten oder Ende der letzten Saison angekündigt hat, führt sich jetzt so ein bisschen weiter. Im ersten Lauf hatte ich ja geschaut, also im ersten Rennen, am ersten Renntag, war es ja eigentlich auch schon recht gut. Heute Platz 2 und Platz 4, ich denke mal, auch da doch ein versöhnlicher Renntag, oder? Oder ein versöhnliches Ergebnis an diesem Renntag. Ja, sehr. Mit den Ergebnissen hätte ich nie gerechnet, dass ich da Zweiter werde im ersten Rennen. Aber ich komme wirklich gut zurecht mit den Autos. Also macht es Spaß, mit denen zu fahren. Ist es wirklich das Auto, was so die
Weil, wie gesagt, du bist mit den GT3s letzte Saison, zumindest die letzten Rennen, warst du auch immer ganz gut mit dabei. Ja, ich bin nicht so ein Setup-Boy, also das ist für mich andere Wissenschaft. Das könnte auch Okay. ein Grund sein, weil bei dem Auto kann man nicht so viel verändern und Ja, okay. Ja, dann müssen wir mal irgendwie einen hauptamtlich angestellten Setup-Bauer hier verpflichten und dann wird Einheits-Setup gefahren und dann werden wir mal gucken, wie es dann ausgeht. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir den zweiten sehr zufriedenen Menschen hier heute, Fahrer hier heute haben. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Toi, toi, toi. danke. So, bevor wir hier zu unserem Doppelsieger kommen, ich kann es noch gar nicht glauben, ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt interviewen soll. Dennis, bist du da? Jo. Jo. Jetzt erklär mir das. Was war, ich meine, 31 Trainingsrunden, lag es daran oder sind es die Autos oder ist dir erst in der Hälfte des ersten und zweiten Rennens klar geworden, dass die Autos vielleicht doch Spaß machen oder was? Erzähl mal. Ja, wie du schon sagst, ich habe kaum trainiert, weil er der eigentlich mehr so ein bisschen so eine Spaßmeisterschaft ist. Und ja, auf einmal Mitte des zweiten Rennens habe ich schon auf einmal rausgefunden, wie man dann schnell fährt mit den Kästen. Ja, so spät bremsen und du kannst recht früh runterschalten und die Dinger über den Bremser hochjubeln und so bist du dann anscheinend schnell. Ja. Und ja, aber der Jens war ja dann doch nach dem Boxenstopp 6 Sekunden weit weg. Das hast du dir aber auch selber zuzuschreiben, oder? Ja, ich habe mal ein bisschen auf der Wiese rumgeeiert und naja, gut. Aber immerhin Platz 2 fit. Ich bin zufrieden. Glückwunsch an Jens, der war halt einfach ein Ticken schneller. Ja, mehr war er ja eigentlich nicht für die Ja, letzten er ist aber Runden. halt nicht auf der Wiese Ja, rumgeeiert und so, also war er schneller, finde ich. genau. Na dann, auf alle Fälle Glückwunsch. Ich meine, Platz 5, Platz 2 dafür für dieses Training und ja, doch dann wirklich ein gutes Ergebnis. Passt schon, ja. Und ja, denke ich mal. Jens, wie kam es, dass du heute nicht in der Wiese warst? Nein, so frage ich nicht, keine Sorge. Jens, herzlichen Glückwunsch, Doppelsieg. Und Ja, Mann. ja, nach dem Training sah das ja nicht unbedingt danach aus, also nach dem freien Training heute Abend. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob du da überhaupt gefahren bist, großartig, aber Eine Runde. ah ja, okay, die Das war jetzt Einführungsrunde. die Vorführungsrunde, war die zweite Runde. Ah, Also, okay. war nicht wirklich viel Vorbereitung, aber wie der Dennis schon sagte, die Kisten oder auch der Andreas und auch der Michael, die Kisten machen einfach Spaß. Und ich habe relativ schnell hier einen Draht zu den Kisten gefunden und war auch bei den Testrennen relativ gut unterwegs. Habe heute nochmal ein paar Zehntel gefunden. Aber letztendlich war es fehlerfrei fahren und ein bisschen Rennglück haben. Ein bisschen profitieren von den Missgeschicken anderer auch. Und ja, im ersten Rennen habe ich es verwaltet. Michael hatte ich ganz entspannt im Griff. Das habe ich mir im zweiten Rennen dann auch gedacht, das verwalteste. Habe 2 Runden langsam gemacht und in den 2 Runden, das hat Dennis irgendwie, weiß ich, fast 4 Sekunden gut gemacht. Und dann habe ich diese 18,7 da oben gesehen. Das war seine erste schnelle Runde. Dachte, okay, jetzt musst du mal wieder ein bisschen angasen. Und dann liegt er da noch eine 18,5 hinterher. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also da habe ich zwischendurch gedacht, ob dir diese 2 Bummelrunden nicht am Ende fehlen. Aber zum Glück konnte ich ihn dann auf diesen 2 Sekunden halten und den Sieg hier nach Hause fahren. Also wow. Ja. Doppelsieg, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal geschafft habe. Ich mich auch nicht. Von daher. Ist, man muss natürlich aber andererseits sagen, ist ein bisschen dran geschuldet, dass ein Robin Frischkopf, ein Edgar Ostermann, der Hauenstein fehlt und der Martin ist nicht da, der Robin Hasse ist sicherlich hier noch ein Siegkandidat. Also ich denke mal, ich habe die Gunst der Stunde bestens genutzt. Das kann man wohl so sagen. Allerdings war es auch insgesamt eine reife Leistung. Da braucht man gar nicht drum herum reden. Und das war schon verdient. Und das wäre auch, glaube ich, ein sehr gutes Rennen gewesen, wenn die Herrschaften alle da gewesen wären. Weil gewonnen hast du gegen die ja auch schon. Irgendwann mal. Genau. Also, ja, nichtsdestotrotz, also wäre halt schön, wenn wir beim nächsten Mal vielleicht so um die 20 Autos hätten.
Leider sind ja im zweiten Lauf dann auch noch 3 Ausfälle dazu gekommen. Das war dann wirklich ein bisschen zäh. Das ist auch das erste Mal seit langer Zeit. Also ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass wir am Ende des ersten des zweiten Rennens dann irgendwie gar keine Zweikämpfe mehr hatten. Also das Einzige war dann tatsächlich noch der Dennis, der dann mit Riesenschritten auf den Jens aufholte. Also wäre schon schön, wenn das nochmal ein bisschen wieder so ein paar mehr Leute auf der Strecke sind, dann klappt das auch wieder. Wally hat da viel versprochen, aber naja, kann nicht immer so sein und das ist eine Mal jetzt, das ist eigentlich in jeder Saison gewesen, dass immer mal ein oder zwei Rennen dabei waren, die nicht so wahnsinnig actiongeladen waren, aber auf der Strecke, ich glaube, wäre sehr viel mehr Action auch gar nicht drin gewesen. Ja, die Strecke, wie gesagt, war mal ein bisschen was anderes, mir hat es Spaß gemacht. Genau. In 2 Wochen geht es weiter in Mid-Ohio, wieder mal so ein Klassiker. Vielleicht kriegen wir dadurch ja nochmal ein paar Leute wieder mehr hinter das Lenkrad. Ja, gucken wir mal. Ich sage danke an die Agnes. Und möchtest du danken? Doch, genau. Doch, ich danke trotzdem. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir hier alles soweit uns in 14 Tagen in Mid-Ohio wiedersehen. Alle frisch und munter und gesund. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.